Jo, hier ist Kelly Kai und ich heiße euch wieder willkommen auf diesem Kanal und wir kommen heute zu einem Video, was ihr euch schon lange gewünscht habt. Beziehungsweise wir machen heute wieder eine gewisse Style-Analyse und schauen uns zwei verschiedene Rapper an. Falls ihr das auch in Zukunft mit Ami-Rappern haben wollt oder mit anderen Prominenten, schreibt mir das doch gerne in die Kommentare und schreibt mir doch auch gerne in die Kommentare, zu welchen Personen ich das machen soll. Ich habe zum Beispiel auch in letzter Zeit öfters über Reezys persönlichen Style nachgedacht. Falls ihr Interesse daran habt, schreibt mir doch gerne gegenüber, also wen ich ihnen gegenüberstellen sollte. Falls ich ausführlicher über eine Person das machen soll in Zukunft, können wir das auch probieren. Wie gesagt, ich bin offen für alle Angebote eurerseits. Eine Sache will ich noch vorab sagen. Ich bedanke mich übertrieben bei der Resonanz von dem letzten Video. Ihr habt das auseinandergenommen, die Kommentare, die Likes und so weiter. Ich danke einmal auch noch den guten Bruder Justin für den kleinen Shoutout. Ich danke John für seine Reaction und euch natürlich für eure Teilnahme. Eine Sache noch, die ihr in den Kommentaren auch sehr oft geschrieben habt, das, und was mich übertrieben freut, ist natürlich, dass ihr gesagt habt, ihr freut euch darüber, wenn ich etwas verschriftliche in dem Sinne und mehr oder weniger ein Produkt für euch fertigstelle. Ich würde mich übertrieben freuen, wenn ihr mir auch noch ein Feedback gebt, zum Beispiel über welche Designer ich das machen soll. Ich hatte überlegt, nämlich das einmal in diese Richtung Behind the Brands vielleicht zu machen, ob ich vielleicht auch so einen City Guide mache. Könnt ihr mir ja gerne in die Kommentare schreiben, was ihr gerne sehen bzw. lesen wollt. Und dann machen wir das jetzt auch in Zukunft. Schreibt mir gerne ein paar Designernamen unten runter, schreibt mir auch gerne welche Städte oder so, weil das sind so die zwei häufigsten Fragen, die ich auf jeden Fall bekomme. Ey, kannst du mir mehr Infos zu den Designer XY geben oder die Person ist in Stadt XY und fragt, ey, nimm mir noch die besten Shops, die besten Vintage-Shops, die besten Shops zum Einkaufen insgesamt, Designerklamotten. Und ja, leider kann ich euch nicht immer allen antworten, weil dann würde ich den ganzen Tag nur damit beschäftigt sein. Und deswegen finde ich, dass das eine gute Lösung wäre. Falls ihr Interesse daran habt, wie gesagt, schreibt mir gerne in die Kommentare, welche Option ihr als erstes sehen wollt oder was ihr am coolsten findet. So, kommen wir aber zu den zwei Künstlern, die ich für dieses heutige Video ausgewählt habe. Die zwei Künstler waren zwei Kompagnons, kann man so sagen. Sind sie mittlerweile nicht mehr, also nicht mehr zumindest öffentlich. Ich weiß nicht, was bei denen privat ist oder sonst was. Aber auf jeden Fall sind sie es nicht mehr öffentlich. Daher hatte ich aber trotzdem gedacht, weil deren Stil schon in eine ähnliche Richtung geht, dass wir die beiden Personen nehmen. Die eine Person habt ihr euch auch extrem oft gewünscht, aber machen wir das Intro nicht so lang. Fangen wir mit der ersten Person an, die, über die wir auch schon öfters hier gesprochen haben, Rin. Der gute Rin hat auf jeden Fall einen sehr, sehr speziellen Style für Deutschland. Und ich feiere seinen Style auch extrem, weil in Deutschland er auf jeden Fall zu den Top 10, wenn nicht sogar noch Top 5, ja, Rappern gehört, die einen Style haben, den man, der schon was Besonderes ist. Also zu den Top 10 Rappern mit Style kann man ihn auf jeden Fall zählen, zu den Top 5 wahrscheinlich auch noch. Wir haben ja schon über Rin eine Analyse gemacht, über sein Nimmerland-Album bzw. seinen aktuellen Style und seine Stilinspiration, die halt auch schon, ja, bei ihm leicht zu erkennen ist. Er geht damit auch, ja, mehr oder weniger hausieren, beziehungsweise erzählt auch gerne davon, was ich absolut cool finde, weil da merkt man auch, dass Rin wirklich in dieser Culture rund um A$AP Rocky, Ian Connor, die da aus Soho erwachsen ist, was ich auch in dem letzten Video erwähnt hatte, beziehungsweise in der letzten Reaction. Auf jeden Fall auf dem ersten Bild trägt Rin eine GmbH Sherpa, die absolut auch fresh ist. Das feiere ich auch an Rin sehr, dass er deutsche Marken sehr in seinem Stil integriert und die dadurch halt auch nochmal einen Push gibt, nochmal Präsenz für die einfach bei Instagram, bei seinen Musikvideos einfach zeigt. Und dadurch können die halt auch wachsen und dadurch lernt ihr die auch besser kennen. Also sowieso bei GmbH, habe ich auch schon in einem anderen Video gesagt, gibt es sehr wenige Leute, die in Deutschland so viel Werbung für die gemacht hat, wie zum Beispiel Rin, Tim Gabel und InScope, genau. Und natürlich meiner Wenigkeit. Und mein guter Kompane Victor Braun natürlich, der auch schon sehr oft Werbung dafür gemacht hat und auch diese Sherpa-Jacke von denen hat. Ich feiere die in dieser Farbe, ich feiere die aber auch in der Farbe, die Victor hat. Das ist so ein Blauton, soweit ich mich erinnere.
ist auf jeden Fall feierbar, sein Stil. Kommen wir zum nächsten Bild. Im nächsten Bild trägt er Chrome Hearts Sweater, dann diese Ketten, die man noch auch aus den 2000ern kennt. In den letzten Jahren hat es aber auch sehr viele Wellen geschlagen mit diesen Ketten, die er hier um die Hose hat. In dem Emo-Look, den man sehr viel gesehen hat, aber auch diesen Technical-Wear-Look. Und früher gab es diese Ketten halt auch, ganz, ganz früher, wo man halt einfach diese Portemonnaies dran hatte. Dann Anfang der 2000er, ja, so circa, gab es halt auch sehr viele Ketten, die man dann getragen hat. Die zum Beispiel Jim Jones und Jules Santana und die ganze Dipset-Ära, die haben das auch früher so getragen, was ich auch halt sehr feier, weil das mich auch an meine Jugend erinnert. Dazu hat er natürlich wieder alle seine Ringe und seine Uhr an und er ist auf jeden Fall feierbar. Chrome Hearts, eine Marke, letztes Mal hat ein Kollege gejoked, dass Chrome Hearts das neue Ed Hardy ist, was ich auch ganz amüsant fand. Ja, auf jeden Fall, Chrome Hearts ist schon eine Marke, die sehr, sehr etabliert in L.A. ist und in der Richtung groß geworden ist. Halt auch über Kendall Jenner, Gigi oder Bibi. Genau. Gigi oder Bella Hadid. Eine von den beiden. Und halt über den ganzen ASAP Mob. Hier sieht man im nächsten Look halt auch, warum ich sage, dass Ian zum Beispiel Rin sehr inspiriert hat. Er trägt hier einen kompletten Anzug von Sicko bzw. Born from Pain. Dazu trägt er so eine Fahrrad-Sonnenbrille. Ist jetzt nicht mein Vibe und eine Nightcap, aber ist ganz cool. Ganz, ganz cool eigentlich. Ein Outfit, was mir auch sehr gut gefällt, ist halt dieses Paisley-Outfit von Rin. Da trägt er halt dieses Löwe-Paisley-Muster-Hemd, ein weißes T-Shirt und halt dazu noch eine Rick Owens-Hose. Und ich feiere diese Rick-Hosen übertrieben. Er trägt aber auch gerne zum Beispiel Rick Owens Ramones, was ich auch absolut feiere und ich auch welche gerne hätte. Ich kam noch dazu, mir welche zu holen, weil, ja, zahlt man jetzt 500-600 Euro dafür oder wartet man auf den absoluten Stil, weil den gibt es da draußen, dass man die Schuhe für 300 € oder so bekommt. Im nächsten Bild trägt Rin wieder eine GmbH-Jacke, eine Cargo-Pants, eine SummerSlam Cap, I don't know about that, und ein Hemd darunter. Aber dazu trägt er halt auch so eine Louis Bag, was ich auch absolut feiere. Die Louis Bag, die Duffel Bags sind wirklich so Staples in einem Kleiderschrank, die man, wenn man viel Geld gerne ausgibt für sowas, für Luxussachen, haben sollte oder sich zulegen kann. Die Kombination von dem Outfit gefällt mir nicht so sehr, die Farben auch eher weniger, da gefällt mir zum Beispiel das mit dem Paisley-Muster mehr. Da gefällt mir das mit dem GmbH-Outfit mehr. Ich finde, Rin hat einen sehr, sehr, also nicht nur soliden Style, sondern halt auch wirklich, ja, schon was Außergewöhnliches und seine eigene Note in seinem Kleidungsstil. Und da sieht man, dass er sich schon, woran er sich inspiriert, aber dass er seine eigene Note mit einbringt. Und deswegen kann man auch Rin da sehr loben, den guten Herrn. Aber kommen wir zu seinem alten Kumpan, der halt auch in diese Richtung geht und halt auch schon in einem Foto auf Instagram auch so eine Louis Bag hat, wo wir jetzt einen guten Übergang kriegen. Das ist neben Jung Hoon. Der Gute ist auf jeden Fall eine Legende in der Modeszene in Deutschland, aber auch international schon bekannt. Beziehungsweise hat gute Verbindungen. Soweit ich weiß, oder soweit meine Erinnerung jetzt gerade, soweit meine Erinnerung mich jetzt gerade nicht betrügen, hat er mit seiner Band, hieß die Love Band oder so, auch für Balenciaga auf einer Show oder auf einem Event gespielt. Was ich absolut feiere. Da merkt man halt auch, dass Demna sich über den Tellerrand von Paris oder seinen internationalen Plattformen wieder nach Deutschland schaut. Feier ich, also bei Demna merkt man das sowieso, weil er halt auch dieses Aldi-Muster schon genutzt hat und andere deutsche Referenzen in seiner Mode. Auf jeden Fall hat hier Jung Hoon eine Louis Bag dabei. Ich feiere mittlerweile, also früher war das so der typische Louis Look mit der Bag, die ist auch schon, die sieht nach Vintage oder sehr, sehr alt aus, beziehungsweise die ist so ein bisschen abgeranzt. Auf jeden Fall war früher das die klassische Louis Duffel Bag. Ich feiere mittlerweile die schwarze Version deutlich mehr und ich feiere zum Beispiel die ganzen Marc Jacobs Dinger, die ganzen Collabs, zum Beispiel Murakami und so weiter. Und ich feiere auch aktuell die ganzen Duffelbags von Louis V, X, also X,
mit Virgil Abloh bzw. von Virgil Abloh designt. Hier trägt er außerdem noch ein Raph Simons Summer Games T-Shirt, was ich auch sehr, sehr feiere, mit einer weißen Hose. Ist ein anständiger Look, dann die Haare zurückgegelt. Hat schon einen Vibe, auf jeden Fall. Kommen wir aber zu seinem, ich meine, Albumcover oder Singlecover. Das ist ein geisteskrankes Outfit. So, Real Talk, und ich glaube auch, kein anderer deutscher Rapper würde sich dieses Outfit zutrauen. Er trägt hier Magella Tabby Boots Fire mit Heels. Ich persönlich würde das nicht tragen, bei ihm feiere ich das sehr. Ich feiere nur ein Tabby Boots würde ich persönlich selbst tragen. Nur ein paar Tabby Boots. Blende die euch auch ein, weil ich die einfach, die sind so klassisch, die kann man ganz entspannt tragen, und High Heels wäre mir, also mit Heels, mit Absatz, sagen wir so, wäre mir das ein bisschen zu viel. Dazu trägt er eine helle Hose und so ein Hemd in Ledermuster. Das könnte von Prada sein, ich bin mir jetzt aber auch gerade nicht hundertprozentig sicher. Und dazu hat er noch eine Dame bei sich. Er hat auf jeden Fall da einen absoluten geisteskranken Look und erinnert mich auch wirklich in der Richtung schon sehr an Falco. Und ich glaube, das ist auch eine sehr hohe, also sehr große Inspiration für Young Horn. Und ja, feierbar, absolut feierbar. Hat auch diesen Druggy-Vibe, den er halt auch wirklich ja, lebt und auch öffentlich zeigt. Jetzt kommen wir schon zum nächsten Look von Young Horn, den ich auch geisteskrank feiere einfach, weil das so dieses auf Luxury, aber gleichzeitig abgefuckt präsentiert, und das macht, das verkörpert er einfach perfekt. Er hat hier eine Martin Rose Football T-Shirt Optik T-Shirt an, eine Hose, die Gucci Schuhe in ja, Hausschuhen Optik feiere ich auch extrem, weil es hat einen Look, der einfach ein bisschen gemütlicher ist. Dann das T-Shirt darüber. Es sieht aus, als hätte er sich gerade, als wäre er vorhin aufgestanden, wäre duschen gegangen, hätte sich kurz was übergeworfen und wäre dann frühstücken auf dem Balkon gewesen. Was, beziehungsweise sich einen rauchen, was absolut fire ist. Es wirkt effortless. Also das ist so, dass man, was man eigentlich in der Mode erzielen möchte. Es soll nicht verkrampft wirken, es soll einfach wirken, als hätte man sich eben was übergeworfen und trotzdem cool. So ist es zumindest meine Opinion dabei. Dann auf jeden Fall kommen wir zum nächsten Look. Da hat er eine kurze Hose an, einen schwarzen Pullover, so à la den Dries-Vibe, den ich jetzt gerade habe, aber ich kann Dries sein, kann aber auch irgendwas anderes sein. Und dann diese Chanel-Sneaker, die ich absolut auch geisteskrank feiere. Ich weiß, es hat schon diesen Mahan-Vibe, dass ich sage, ich feiere das alles, aber man muss ehrlich sagen, dass er wirklich seinen Stil gefunden hat und absolut auch verkörpert. Also da kann man nur sagen, 10 von 10 wäre hart, aber so eine 8 oder 9 von 10 kann man dem Boy schon auf jeden Fall geben, bei den Looks, die ich jetzt auf jeden Fall präsentiert habe. Wir kommen aber auch noch zu dem nächsten Foto. Leider hatte der Boy nicht so viele Bilder bei Instagram, aber die wir hier haben und sehen, feiere ich sehr. Hier hat er ein legendäres Oberteil von Prada an und ja, ist schon auf jeden Fall schon ein Legendenhemd, was er auch eine Re-Edition hat und auch sehr, sehr beliebt und sehr, sehr gefragt ist. Der Boy kennt sich auf jeden Fall mit der Mode aus und weiß halt auch, ja, was aktuell cool ist, ohne es auf Krampf zu machen. Ich finde bei beiden, also auch bei Rin, dass die ihren eigenen Touch der neuen Mode mitgeben oder der neuen, also die sind on Trend, on Vogue, wie man so schön sagt, aber sie haben ihren eigenen Touch dabei und absolut krass. Beide sind aber auch, wie gesagt, haben ihre Inspirationsquellen, Young Horn eher in dieser Richtung von Falco und Rin sehr in der Richtung von ASAP. Wo sich das aber ein bisschen überschneidet, ist halt auch, dass Young Horn ja, schon, wie gesagt, on Vogue ist, so wie Rin, und halt sich halt auch zum Beispiel hier eine Goya-Bag zugelegt hatte, und das ist halt auch schon sehr, sehr populär gemacht durch ASAP Rocky und die Crew davon. Ja, auf jeden Fall, wen ich von beiden stärker finde,
Ich finde, dass bei Jung Huan, ich habe jetzt auch wirklich nur positive Bilder bei beiden rausgesucht, so ziemlich. Und ich finde, bei den Bildern, die ich jetzt rausgesucht habe oder die mir persönlich sehr gut gefallen haben, finde ich vielleicht Jung Huan einen Tick stärker. Aber eigentlich sind die schon sehr, sehr auf demselben Level. Schreibt ihr mir aber gerne in die Kommentare oder ich mache hier oben eine Bewertung, wo ihr halt schreiben könnt, wen ihr zum Beispiel stärker von beiden findet. Ich finde, beide sind wirklich Top 10, wenn nicht sogar Top 5 Deutschland. Und schreibt ihr doch gerne mal in die Kommentare, welche Top 5 ihr habt in eurer, ja, Deutsch-Rapper-Styliste. Und ich würde mich freuen, wenn ihr auch alle anderen Fragen beantwortet. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.